Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Castle Story, der Prototyp. Wir haben einiges gemacht in den letzten Folgen. Wir sind jetzt, ja, gut ausgestattet, was Lagerplätze angeht. Wobei ich gerade sehe, dass hier einige Stockpiles unsichtbar geworden sind. Das dürfte ein Bug sein, wie so oft. Hier ist gerade ein Tunnel im Bau, der... Ja, eher eine Halle, würde ich sagen, die sich hier in die Wand hinein erstrecken wird. Was übrigens noch nicht möglich ist, offensichtlich ist, hier dann auch diese Halle ein bisschen in die Höhe zu bauen oder in die Tiefe. In die Tiefe könnte möglicherweise funktionieren, wenn wir dann eine Mine dort anlegen. Das schauen wir uns dann aber alles bei Gelegenheit an. Das Fass hier ist zu 50% voll, dann holen wir mal die weiteren Fässer. Ach, da war Nori festgeklemmt. Einer unserer treuen Bricktrons. Und ja, dann lassen wir mal den Bistro hier eines der Fässer aufheben und es rübertragen, denn wir wollen ja eigentlich neue Bricktrons bekommen. Wir haben noch nicht genug von den gelben Gesellen und unsere Bauarbeiter sind unterbeschäftigt. Das wollen wir natürlich nicht. Die sollen hier ein bisschen weiterbauen. Ah, zwei stehen hier oben. Dux und Gangster. Das wird übrigens nicht der letzte sein, der hier auftauchen wird im Spiel. Da habe ich auch noch ein paar andere Namen hinzugefügt. Die sind natürlich zufällig. Das ist eine lange Liste an Namen. Und was mache ich da? Ich bin völlig falsch. Ich will ja nicht ins Hauptmenü, ich will ins Baumenü. So, die sind hier soweit fertig. Das heißt, ah ja, genau, ich erinnere mich wieder. Ist ja übrigens eine neue Aufnahme, deswegen... muss ich mich jetzt erstmal wieder kurz zurechtfinden. Wir wollten hier ja die Treppe weiterbauen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir das dann vielleicht aber doch mit Bögen. Ja, genau so. Aber Moment, das geht nicht. Nein, Moment. Das Spiel lässt mich die leider nicht platzieren. Das heißt, wir müssen hier auch eine Treppe aus vollen Steinen machen. Macht aber nichts. Stufen, hier Stufen. Das geht soweit. Okay, hier müssen wir auch noch einen Block hinlegen. Das sollte dann funktionieren. Und damit haben wir noch nicht ganz die Höhe erreicht, die wir erreichen wollen. Ich warte jetzt lieber mal ab und mache erstmal die Balken hier rein. Weil ich jetzt nicht ganz sehe, wie weit wir die Treppe noch bauen müssen. Ich glaube ja, die muss dann noch ein Feld höher werden. Dann müsste es allerdings passen. Das können wir eigentlich doch so machen, so und so. Dann würde es sich aber auch ausgehen. Na klar, das geht sich aus, dass man dann hier auch einen... eine Säule hinstellen. Und hier dann die Logs. Das heißt so und so. Hier. Und der ist, glaube ich, falsch platziert. Der müsste eigentlich so drauf. Jawohl. Das ist nämlich auch so eine Sache mit der Perspektive. Oft glaubt man, man hat so einen Block richtig platziert. Und in Wahrheit... ist er dann an der falschen Stelle. Und was machst du eigentlich hier, du? Oh. Habt ihr das jetzt gesehen? Der ist hier unten gestanden und ein anderer Bricktron hat einen Block auf ihn draufgestellt. Ach so, die zwei hier, die sind jetzt natürlich unterbeschäftigt. Die wollten Blöcke irgendwo hinlegen, obwohl es ja keine Verwendung dafür gibt. Naja, wir könnten eigentlich schon mal hier ein bisschen weiterbauen. Ja, das machen wir mal. Damit die was zu tun haben. Hier und... Oh, das war falsch. Hier und... auch falsch. Und hier und hier und hier und hier. Und dann müssen wir natürlich auch überlegen, wie wir das mit Fenstern machen. Ich würde ganz gerne hier irgendwo... vielleicht machen wir doch ein Fenster in der Mitte. Das müsste, glaube ich, die Mitte sein. Eins, zwei, drei, vier Doppelblöcke. Und hier... 1, 2,
3 und 4. Jawohl, machen wir den wieder weg und machen hier ein Fenster hin. Dann müssen wir eigentlich... Dann müssen wir die zwei Blöcke zerstören und dann hier wieder welche hinbauen. Das können wir im Moment nicht, weil die noch da sind. So weit lässt einen das Spiel dann doch nicht vorausplanen. Und hier, das passt wieder. Und wie machen wir es denn am besten hier? Hier machen wir es vielleicht mal so. Und so. Und da kommt dann der eine Block rein. Dann müssen wir hier noch einen einzelnen hingeben, damit das Eck soweit unserer Bauvorschrift entspricht, welche besagt, Blöcke müssen versetzt gelegt werden. Wegen der Stabilität. Ja, so langsam wird das was. Da haben wir noch ein paar Balken zu setzen. Ich frage mich ja, ob das in späteren Versionen von Castle Story ein bisschen automatisierbar ist. Was ich nämlich cool fände, wäre, wenn man so einen Bauplan für häufig benötigte Sachen irgendwie speichern könnte. Zum Beispiel dieses Schema hier, dass man eben so Tore baut. Also so, ich meine diese Konstruktionen, auf denen man dann Plattformen baut, damit ich das nicht immer manuell zusammenbauen muss. Das wäre eigentlich eine ganz praktische Sache. Sollte man vielleicht mal vorschlagen im offiziellen Castle Story Forum, welches da zu finden ist unter Castle Forum. Castle, sorry, jetzt habe ich mich vertan. Castle Story Online natürlich. Und die zwei sind jetzt stecken geblieben. Oh, 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 oh. In der Mauer. Ich versuche mal, wenn ich das entferne, nee. Ich fürchte fast, wir werden diesen Holzblock hier entfernen müssen. Ich mache den mal weg. Die müssen wir jetzt, die müssen wir unbedingt retten, die beiden. Na? Ach, und den kann ich jetzt nicht entfernen, oder wie? Die Säule? Nee. Kann ich leider nicht. Versuchen wir es mal wieder mit der Methode, die ja einmal schon funktioniert hat. Abspeichern. Und neu laden. Load Game. Prototype Island. Nee, geht immer noch nicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, dass wir die hier lebend einmauern. Ja, und gleich zwei, das Mist. Wie heißen die überhaupt? Pinky und Pinky. Ach, das ist einer, der... Ach, der zappt hier ständig herum, weil das Spiel ihn offenbar irgendwo hinschieben will, wo er... Aber das könnte ja möglicherweise funktionieren, wenn wir vielleicht diesen oberen Block auch noch weghauen. Versuchen wir es mal. In der Zwischenzeit habe ich was ganz anderes vor, nämlich... Bistro hier soll noch ein Fass holen. Denn die Fässer werden sich jetzt so langsam füllen, denke ich. Denn in diesem Berg hier dürften ja einige Kristalle drin sein. 100% voll, 100% voll, das ist gut. Ich frage mich gerade, ob die das vielleicht eh bis hierher tragen. Jawohl, 100%, 0%, 100%. Ja, die sind eh so fleißig, dass sie das bis hier hinten tragen. Dann stellen wir das aber auch mal doch hier ab, dieses Fass. Na komm schon, so. Auch 100% voll. Na, dann wird es aber Zeit, die Fässer zum Kristall zu bringen, auf das neue Brickdrons entstehen. So, wie geht's mit der Bauarbeit voran? Ich glaube ja fast, dass wir ihn jetzt befreit haben. Ja, der ist hier irgendwie eingeklemmt gewesen zwischen zwei Blöcken. Naja. Ist ja wie gesagt noch Open Beta. Open Alpha meinte ich natürlich nicht mal Open, sondern Closed Alpha. Dieses Spiel. Und da muss man nicht unbedingt erwarten, dass alles perfekt funktioniert. So, da haben wir jetzt soweit die
Balken, die Träger alle drin. Da müssen wir nur noch die Zwischenräume füllen. Das machen wir mal ganz schnell nebenbei. Und dann können wir ja eigentlich auch schon mit den Planken beginnen. Das sollte jetzt relativ zügig funktionieren. Auch sowas, das wäre eigentlich sowas, was man irgendwie mit so einer Drag-and-Drop-Operation machen könnte. So drücken und drüber fahren. Derzeit muss man die alle noch selber setzen. Okay, hier geht es gar nicht, weil der Trägerbalken noch fehlt. Machen wir mal hier weiter in der Zwischenzeit. Und hier und hier. Und hier und hier. Und hier und hier und hier und hier. Und das Fenster da hinten, da brauchen wir auf jeden Fall jetzt zwei Bögen drüber. Das ist das erste Mal, dass wir diese Bögen verwenden. Das sieht dann so aus. Da wird es übrigens später auch Türen geben, die man mit einem kleinen Hack schon derzeit aktivieren kann. Das verursacht aber leider dann im Laufe der Zeit Probleme mit dem Wegfinden der Breakdowns. Also noch mehr Probleme, als es sowieso schon gibt. Daher habe ich die jetzt mal nicht aktiviert. Falls ihr die Türen im Prototyp von Castle Story aktivieren wollt, da habe ich ein kleines Tutorial dazu gemacht. Das findet ihr einfach auf meinem YouTube-Kanal in der Playlist Castle Story. Oder ihr sucht einfach auf YouTube nach Türen in Castle Story. So, da fehlen uns jetzt noch Balken. So und so. Ach, und ich mache mal die Musik ein Tick leiser. Die ist nämlich doch mitunter ein bisschen penetrant. Obwohl ich ja finde, sie passt gut zu dem Spiel. Das ist so ein bisschen so ein Spiel zum Zuschauen. Hier haben wir übrigens ein Sichtfenster, haha, ein kleiner Grafikbug. Da sehen wir tatsächlich bis zur anderen Insel durch. Natürlich, weil nur das gerendert wird, was gesehen werden kann. Das ist quasi ein Renderfehler. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Musik. Ich finde sie ganz nett. Ist jetzt natürlich kein Meisterwerk der musikalischen Schaffenskunst, aber man kann sich's anhören und das ist ja eigentlich das Wichtigste. So, da ist es eigentlich egal. Da können wir jetzt auch mal hier den Stein reinsetzen. Den einzelnen Stein, den wir hier brauchen, weil wir hier eine ungerade Seitenlänge haben. So, da kommen jetzt vermute ich mal dann gleich die Balken hin. Vorher aber noch die Planken. Und ich ergreife mal die Gelegenheit zu sehen, wie viel Vorräte wir noch haben. Aber ja, wir haben noch jede Menge. Und unsere Mine hier ist auch, glaube ich, gut in Arbeit. Und die Fässer sind alle voll. Na, dann müssen wir mal... Und da ist ein neuer Brickdorn entstanden. Der Joos, den geben wir gleich in die Baugruppe. Und den Bistro lassen wir das Fass mal hier abstellen. Der haut das einfach in den Boden rein. Und die hier, die wollen jetzt natürlich Kristalle in die Fässer legen. Aber sie können nicht, weil die Fässer voll sind. Das sind unsere beiden Minenarbeiter. Ich möchte ehrlich gesagt, ich möchte das mal probieren, was passiert, wenn ich ein Fass explodieren lasse, so ein volles. Gut, aus dem wird jetzt ein neuer Brickdorn. So weit, so gut. Ich stelle das jetzt mal hier ab. 0% voll und 0%, das passt. Den könnte ich auch mal in die Minengruppe schicken. Ja, jagen wir mal so ein Fass in die Luft. Einfach nur so zum Spaß. Vielleicht machen wir das hier unten in einer Testgrube. Stell's mal hier ab und lauf mal wieder rauf. Vielleicht sollte man die ein bisschen in Sicherheit bringen. Ach, die wollen jetzt, die lassen natürlich nicht locker. Die wollen hier unbedingt ihre Kristalle in die Fässer legen, die aber leider eben voll sind. Lass mal das Fass nehmen. Und darüber tragen und währenddessen jagen wir das jetzt mal in die Luft. Und da bin ich jetzt echt gespannt, wie sich diese Explosion auswirkt. Machen wir es mal so, dass wir da echt so, dass wir da eine gute Sicht drauf haben. Und jetzt
Klicke ich mal auf Explode. Ich bin gespannt. Ah ja, die Lunte brennt und bang. Ach ja, wunderschön, ein paar neue Blöcke sind entstanden. Die liegen jetzt hier unten rum in der Grube. Das können wir übrigens entfernen, einfach mit der Entfernen-Taste. Ja, so ein bisschen Terraforming. Die Treppe ist jetzt natürlich weg. Hier sollte jetzt eigentlich ein neuer Brickton entstanden sein irgendwo. Nee. Nehmen wir das eine Fass hier noch. Ich glaube, hier müsste noch eins sein. Das ist natürlich ein Bug mit dem Wegfinden. Aber jetzt haben sie es kapiert. Die Fässer sind weg. Und sie tragen ihre Kristalle in dieses Fass hier hinein. Und die Reichweite reicht auch aus, dass sich der Hauptkristall auflädt und dann, ja, nach und nach ein neuer Brickton entstehen sollte. Und da ist er auch schon, der Sam. Hallo Sam. Frodo ist offenbar nicht dabei. Ja, und auch hier wird's immer schöner, immer ausgebauter. Den geben wir auch gleich mal in die Baugruppe. Da haben wir nämlich noch Großes vor hier bei unserer Burg. Ich frage mich ja, ob wir vielleicht diese Plattform hier nicht noch ein bisschen vorziehen sollten. Also die untere meine ich jetzt. Das sieht wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht aus. Hier unten ist übrigens noch ein Lager drin. Ich glaube, das werden wir machen, dass wir die hier noch um einen, so eine Breite eben vorziehen, dass das ein bisschen so wie eine kleine Tribüne aussieht. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich bis dahin und sage auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.